Hallo und willkommen zu meinem nächsten Pack-Opening in AFC 24. Und ihr seht es ja schon, es wird angezeigt, 28 Packs. Aber ich persönlich finde das Team of the Week nicht so genial. Ich hätte mir jetzt eigentlich mehr erwartet von den Länderspielen. Also von daher gucken wir mal, was wir hier ziehen können. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen was ziehen. Ich gehe mal durch die Packs durch und entscheide dann, welche Packs wir ziehen werden. Wir brauchen noch ein paar Spieler, um halt entsprechend, ja, wieder den Verein zu füllen mit Spielern. So, wir werden auf jeden Fall diese Tradable Packs ziehen hier. Das Team of the Week Pack 1 bis 4. Denn es gibt von diesem Event, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, eine SBC mit Kevin Trapp. Das heißt, die muss ich auf jeden Fall machen. Dafür brauche ich 83er Team. Okay, alle Tradable Packs ziehen wir. Wir fangen mal damit an. Kann also sein, dass wir schnell vorbei sind, aber kann natürlich auch sein, dass wir viel ziehen, wenn ich irgendwas Gutes ziehen will noch. Mal schauen, wie zufrieden ich bin, weil 28 Packs. Oh, Manu, linker Verteidiger. Okay. 83er Rating, passt, nehmen wir. Das ist gut. Genau, und ansonsten, hoffentlich hattet ihr Pack Luck. Lasst auf jeden Fall, wenn es euch gefällt und ihr mich supporten wollt, ein Like da. Den Rest können wir hier abstoßen. Das packen wir dann zum Verein. Genau. Ansonsten schauen wir mal. Es gibt ja auch schon für dieses aktuelle Event, was läuft, ein weiteres Team. Oh. Ist das? Das ist Henderson. Nice. 85er Henderson. Das ist sogar cool. Genau. Zu dem aktuellen nicht Trailblazers. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Genau, da gibt es auch schon Leaks für Team Nummer 2 mit Ronaldo und Kane. Aber das ist schick. Aus diesem Pack hätte ich nicht gedacht. Und der ist sogar tradable, aber den behalte ich. Nice. Genau, er zeigt auf seine Karte. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Aber hey, wir haben einen gezogen davon. Cool. Das ist schön, das freut mich. Aber wir müssen ja noch die anderen Packs ziehen. Genau. So, die können wir ja erstmal lassen, weil die Untrade sind. Man kriegt halt immer wieder durch Spielen Untrade Karten. Megapacks ziehen wir, denke ich mal, auch. Zwei seltene Goldspielerpack können wir ziehen. Genau, das lassen wir mal. Das können wir ziehen. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Genau, ich will euch gucken mal kurz, ja, auf die Aufnahme. Ich will halt auch nicht das Video zu lang machen. Ist das ein Kepa? Ein Kepa? Nee. Spielt er überhaupt noch bei Chelsea? Ja, das weiß ich nicht. Roberto Sanchez. Das ist okay. Nehmen wir erstmal mit. So, und dann. Megapack ist tradable. Das ist tradable. So, gucken wir mal. Also wenn es so lila wird, dann ist es gut. Innenverteidigung Amerika kann ja nur eine von den Frauen sein. Ist auf jeden Fall keinesfalls abwertend. Aber ich kenne die halt nicht vom Namen, deswegen müssen wir mal schauen. 82er Rating. Eine blaue Karte hier. Genau. Deswegen, ich weiß ja nie den Namen, deswegen ist nur eine Frau. Deswegen. Na, ihr wisst, wie es gemeint ist. So. Dann. Ja, die will ich auch auf jeden Fall. Ich will nicht alles verziehen, aber wir machen das noch. Ja, wir gucken mal. Ich habe ja hoffentlich wieder bis zum nächsten Pack, ob wieder Packs, Portugal, Torwart, okay. Lopez müsste das sein, wenn er noch bei Lyon spielt, ne? Ja, er spielt da noch. 82er Rating, perfekt. So. Jetzt gehen wir mal nach der Reihenfolge von den Ratings her. Die Untrades lassen wir, das sind die Megapacks, ziehen wir noch später. Das ist Untrade, dann ziehen wir jetzt die spielen wir gleich. Zwei seltene Goldspieler ziehen wir genau. Das ist halt praktisch, man kann jetzt hier richtig viele Packs erspielen und man kriegt auch so weiter und so fort Sachen. Also von daher habe ich so viele Packs. Jetzt zwar nicht immer die besten und aus SBCs und so weiter und so fort auch Packs. Okay. Kann man mit leben, das ist okay, glaube ich, denke ich mal. Aber ich glaube, ich habe das jetzt gerade fünfmal gesagt, ne? Dass ich die ganzen Packs erspielt habe, ja. Alles klar, Deutschland, Wolfsburg, das ist die Jule oder die andere, ich weiß aber nicht, wie die andere heißt. Jule Brandt, genau, gezogen.
81er Rating. Und Benze Baini, 80er Rating, okay. So. Dann. Wäre natürlich nett, noch aus diesen guten Packs noch ein Walkout gleich zu ziehen. Dann machen wir das mal, genau. 78er, Portugal, Innenverteidigung, Benfica. Ist das richtig? Benfica, ja, das andere ist Sporting. Genau, nicht verwechseln. Ich vertue mich da gerne mal bei den Vereinen, aber das ist Benfica. Beide nur entsprechend so. Genau. Dann. Genau, gehen wir so. Zweimal das. Ja, das sind ja kleine Packs. Also wir ziehen doch mehr, als ich dachte. Aber das passt schon. Schon wieder Portugal, aber es ist... Okay, zum Glück kein Lopez, weil ich glaube, wenn das Untrade ist, hätte ich den abstoßen müssen. Das wäre natürlich nicht so gut. 82er Diego. Diego. Ich weiß nicht, wie man das O da richtig ausspricht. Gibt einmal mit E und einmal mit O. Und Unal. Deswegen. Den haben wir gezogen. Costa hieß er übrigens. Dass es nicht falsch rüberkommt. So, damit wir ihn richtig ausgesprochen haben einmal. Hoffentlich. Ansonsten korrigiert er mich. Dann 80er, genau. Wir sind schon gleich wieder beim Ende. Das, was wir ziehen wollen, Deutschland. LM. Komm, lass mich den... Ich weiß es nicht, ob es Sané oder Gnabry wird. Ah, okay. Bühl gezogen. Nehmen wir aber und... Ja. Stimmt, ja, klar. Der Verein gibt ja auch einige aus der Frauenbundesliga. Dann denkt man sich, oh, du hast so eine krasse Karte gezogen und dann... Oh. Also nicht abwertend, aber ne? Gibt ja auch genug Männerkarten, die wo du denkst, oh nein, nicht die Karte. So, Spanien, RM, Barcelona. Okay, sagt mir auch nichts. Aber 84er, okay. Klar, die Packs, da kann was Gutes drin sein, muss aber nicht. Wir nehmen natürlich, waren glaube ich 83er plus Pack, ein Spieler. So, dann haben wir das Megapack, das Team of the Week Pack, das ziehen wir noch, genau. Dann würde ich sagen, machen wir erst das Untrade und dann das Tradable. 17, ja. Genau. Die ziehe ich, das seltene Megapack, glaube ich, behalte ich noch. Ich guck mal, wie es läuft. Chelsea, Thiago Silva, das ist gut, wenn das der ist, ne? Der hat noch, glaube ich, ein stabiles Rating. Ja, 84 ist noch stabil, aber sein Tempo ist halt bescheiden. Aber er wird halt auch nicht jünger, ne? So. Ich guck nur mal kurz, ob da irgend noch eine interessante Karte für mich wäre zum Spielen, die ich vielleicht nicht in SBCs hauen sollte. Weil, ja. Das so ist. Und wir die vielleicht brauchen noch, wenn irgendwann nochmal wieder Evolutions freikommen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Rhythmus gibt. Ich ärgere mich, dass ich manche nicht gemacht habe. Aber bei manchen weiß ich auch nicht, welchen Spieler ich da nehmen soll. Achso, stimmt, hier wollen wir auch noch ziehen. Hier die. Aber die spielen wir später, genau, nicht vergessen. Dann das. Okay, ich würde sagen, noch drei Packs, die ich ja gezeigt habe. Argentinien, ZM, Atletico. Wer ist es denn von Atletico? De Paul. 84er Rating, okay. Nehme ich. Oh, ja. Der hat einfach so ein Underrated. Der ist einfach so gut eigentlich. Aber das Rating muss eigentlich besser sein, aber okay. Romero ist jetzt nach Dings gewechselt, okay. Entsprechend, ja, die Manager kann ich ja abgeben. Ich mal Coins für, weil ich glaube, verkauft. Dann tut der sich nicht so gut. Oh, und wir haben noch ein Leipack. Ich guck mal rein, was da gleich drin ist. Ja, alles abstoßen. So. Ich guck mal kurz, was in diesem Leipack drin ist. Das heißt, wir haben doch noch ein Pack mehr, wenn ich das finde. Weil das interessiert mich jetzt mal. Da. Ultimatives Leih Premium Belohnungspack.
Ah, okay. Ob das mir was bringt? Ich glaube eher nicht, ne? Es ist einfach nur ein Vertrags-Celtic-Wappen und Bernardo Silva. Kann man, wenn man mal Spieler braucht, kann man die natürlich spielen. Wenn man gewisse Anforderungen braucht, um sich Belohnungen frei zu spielen. So, die seltenen Mega-Packs heben wir nochmal einmal auf. Die machen wir noch. Die drei Packs noch und dann ist das Opening auch wieder vorbei. Leider, wenn es hier eine gute Karte wird, wird es leider untrade. Polnischer Innenverteidiger von Paris. Dudek. 84. Okay, das heißt alles 83er. Eventuell. Hummels, Eriksen, Christensen. Ja, das sind ja alles Garantierte. Ja. Olmo. Ich guck mal, ob ich die tauschen kann. Nein, okay, beide sind Antwort. Schade, okay, eine 83er müssen abgeben. So, dann zum Verein. Schade, waren beide wohl Antwort. Und dann noch dann die Daumen drücken gleich für das Team of League Pack. Ihr könnt natürlich gerne reinschreiben, wie es bei euch gelaufen ist, ob es gut war oder nicht gut war. 85 plus. Bitte, bitte irgendwas Cooles mit gutem Rating. Linker Flügel England. Rashford. Das ist nur ein 85er Rashford, okay. Ja, muss ich mit leben. Und hier ist noch mein Team of the Week Pack. Let's go. Dann haben wir noch 12 Packs übrig. Die werden wir dann in einem der nächsten Openings ziehen. Genau. So, schauen wir mal, was es für ein Inform wird. 1 bis 4. Tottenham. Romero. Team of the Week. 84er Rating. Ja. Geht, glaube ich, schlechter. Und das war's dann vom Pack Opening. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es war unterhaltsam. Und ich hoffe, man hat gemerkt, dass ich mich über Hinsen gefreut habe. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage mal ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal.